Es gibt so ein polnisches Sprichwort. Ich weiß nicht, ob es das auch im Deutschen gibt. Sicher etwas Entsprechendes, aber ich übersetze es ein bisschen. Womit die Eierschale, wenn sie jung ist, was sie aufnimmt, das gibt sie dann wieder auch. Und das bedeutet, das, womit du dich umgibst, das prägt dich. Vielleicht hast du es auch bemerkt, wenn man bestimmte Sachen isst, wenn man dann eine Grenze überschreitet und es zu viel wird, wird man krank. Und es gibt verschiedene Krankheiten, die man nur vom Essen bekommen kann. Wenn man in ein Gebiet hinfährt, das strahlenverseucht ist, das hat auch Einfluss auf dein Leben. Da verändert sich in einem was. Wenn du mit Leuten verkehrst, die nur Blödsinn im Kopf haben und dumme Sachen anstellen, wirst du dich irgendwann verletzen. Ich kann mich erinnern, das war, als ich in der 7. oder 8. Klasse Grundschule war. Also das ist keine Ahnung, was es entspricht. Also das waren die ersten 8 Klassen der Pflichtschule. Das war die 7. oder 8. Und in unserer Klasse gab es ein Mädchen, die hatte auch einen älteren Bruder. Und der hat echt nur Schwachsinn angestellt und sich auch mit Jungs umgeben, die schwachsinnig waren. Also in diesem Alter ist es nichts Besonderes. Aber er hat nur mit ihnen verkehrt. Und irgendwann haben sie gewettet, dass sie auf einen Mast klettern. Leider war es die Stromleitung von der Bahn und die war nicht abgeschaltet. Und unglücklicherweise hatte die Stromleitung angefasst und bevor er unten ankam, war er schon tot. Und im selben Sommer, dieselbe Gruppe von jungen Jungs, die waren schwimmen, also es gab so ein Freibad in der Gegend, und die haben auch herumgeblödelt. Und die haben sich ein Floß gebaut auf diesem Freibad, es war damals erlaubt, und einer hat den anderen unter das Floß gedrückt, und auch einer ist ersoffen. Auch Leute, mit denen du verkehrst, haben Einfluss auf dein Leben. Es gibt auch Leute unter uns, die nur vom Guten umgeben sind. Ich kenne auch solche Leute, die, also vielleicht nicht alle, die sie kennen, aber also der Kern von ihren Freunden, von der Familie, tolle Menschen sind, die nur Gutes tun, wohlwollend sind. Und dann ist es auch anders. Dann sieht das Leben so eines Menschen, der von solchen umgeben ist, die nur Gutes tun, Gutes wollen, Gutes wünschen und gut sind, ist ein bisschen anders. Und davon spricht Jesus im heutigen Evangelium unter anderem. Also als ich studiert habe, hat der Professor Woschitz, der hat Fundamentaltheologie unterrichtet, zu diesem Evangelium oder zu diesem Begriff Wasser des Lebens seinen dicken Schinken geschrieben. Ich habe es nicht gelesen, weil es mir zu anstrengend war. Aber es ist wirklich sehr, sehr theologisch, was wir gehört haben. Ich will es nur auf eines runterbrechen, auf dieses Wasser, das Jesus anbietet. Ein lebendiges Wasser. Für die Samariterin war es nichts Besonderes. Sie hatte auch lebendiges Wasser, also ein Wasser, das man trinken kann, kurz gesagt, in diesem Brunnen, an dem Jesus saß. Sie kannte das. Aber dieses Wasser stillt den Durst nur vorübergehend. Wenn du was trinkst, musst du wieder trinken. Wenn du nichts trinkst, dann brauchst du irgendwann nichts mehr trinken, dann ist der Durst nicht mehr da, aber zum Überleben braucht man das schon. Und Jesus vergleicht dieses Wasser mit dem, was er hat. Etwas, das das Leben völlig verändert, völlig neu macht, neu gestaltet und eine Fülle gibt, die man
von anderen Dingen nicht bekommen kann. Wie viele von uns verplempern die Zeit vor dem Fernseher? Also Fernsehen ist nichts Schlimmes an und für sich. Man kann es nicht werten. Es ist weder gut noch schlecht. Aber wie viele von uns verbringen die Zeit vor dieser Glotze, ohne etwas nachzudenken, einfach um die Zeit abzutöten? Das verändert dann auch. Die kleinste Veränderung, die man bemerkt, ist, dass man da einen dicken Bauch bekommt irgendwann, weil beim Fernsehen isst man auch gerne. Oder sonst was. Oder Kreuzweh bekommt man, oder andere Dinge. Oder du merkst, du sitzt dann irgendwann alleine in dem Zimmer und deine Freunde, deine Familie nicht da. Weil du schaust dieses Programm und die wollen was anderes. Die sitzen in ihren Zimmern oder sind irgendwo anders. Bleibst alleine. Das, womit du dich umgibst, was du zu deinem Lebensinhalt machst, das ist entscheidend. Und es ist notwendig, das auch wahrzunehmen, womit du dich umgibst. Und dich mit Dingen umzugeben, die dein Leben auf eine gute Art und Weise prägen. Umgebe dich mit dem, was Jesus dir schenkt, was er dir gibt. Das ist dieses lebendige Wasser, von dem er spricht. Umgebe dich mit diesem und nicht mit Dingen, die deinen Durst nie stillen werden. Weil Jesus eröffnet eine ganz andere Perspektive. Wenn du aus dem lebst und nur aus dem, was er dir gibt, dann wirst du ein Leben in Fülle haben. Nicht nur im Jenseits, sondern auch hier. Ich habe ein paar Mal in meinem Leben solche Leute gesehen, die nur aus Jesus, aus der Beziehung zu ihm leben. Manche von denen sind ganz unscheinbar. Die würdet ihr gar nicht erkennen, nur wenn man näher kennenlernt. In der Familie, wo sie vieles aufgeben, um dieser Familie einen Halt zu geben. Aber das ist für sie nur möglich, weil sie eine tiefe Beziehung zu Jesus haben. Oder andere, wo es offenkundig ist. Vor 2 Jahren bei der Mehrkonferenz war so eine Heidi Baker. Die ist eine verrückte Frau. Die lebt nur für Jesus. Und sie macht verrückte Dinge für ihn. Und du, wenn du die siehst, wie sie zu dir spricht, denkst du dir, die ist echt, die hat einen Schuss in der Birne. Aber das, was sie auf die Beine stellt, was sie mit Jesus tut, das verändert nicht nur ihr Leben, sondern das Leben von Tausenden von Menschen. Auf eine gute Art und Weise. Womit wirst du dich umgeben in dieser Woche? Werden es belanglose Dinge sein, die nur deine Zeit stehlen, die nur deine Zeit abtöten oder dich selber? Manchmal braucht man das auch, sich ein bisschen abzutöten, abzustumpfen, dass man die Sorgen des Alltags nicht so spürt. Aber das führt zu nichts. Umgebe dich mit Jesus, mit dem, was er dir gibt. Lies in der Bibel, bete, rede mit ihm. Und du wirst sehen, dass das Leben eine neue Qualität bekommt. Ich merke es auch in meinem Leben ab und zu. Mein Zimmer ist ziemlich verräumt, also da gibt es Tausende von Dingen. Und die meisten von denen brauche ich nicht. Und heute habe ich meinen Computer ausgeräumt, um einen Livestream zu ermöglichen. Funktioniert leider nicht, so wie ich mir gedacht habe, aber das ist halt so mit Computern. Eines habe ich gemerkt. Wie ich diese Kiste aus meinem Zimmer rausgeschafft habe, da war es plötzlich ruhig für mich. Ich brauche das Ding zum Arbeiten, aber in meinem eigenen Zimmer will ich mich auch mit anderen Dingen umgeben. Das ist so ein einfaches Beispiel. Aber wenn du in diese Woche anders reingehst, wenn du genau schaust,
was, womit du dich wirklich umgibst, mit welchen Menschen du auch verkehrst, dann wirst du schnell merken, was du lassen solltest, was fortgesetzt werden sollte und was du neu beginnen solltest. Ich wünsche dir wirklich diesen Mut, hinzuschauen und sich zu entscheiden, wie will ich leben? Das ist die Frage. Will ich mein Leben wegwerfen? Weil das tut man, wenn man zum Lebensinhalt belanglose Dinge macht. Oder will ich wirklich leben? Will ich es spüren? So wie Jesus es dieser einen Frau da an diesem Brunnen zum Spüren gibt. Entscheide dich, das liegt an dir. Und Gott wird dich auch nicht verlassen, wenn du dich für diese belanglosen Dinge entscheidest. Nur damit es klar ist, er wird dich auch nicht verurteilen deswegen. Aber dein Leben wird anders ausschauen. Du bist es wert, dass dein Leben gut ist.